Sitzt ihr auch manchmal abends nach einem harten Tag vorm PC oder der Konsole und wollt einfach nur entspannen? Keine Zeitlimits, keine Highscores, keine Bosskämpfe, die so hart sind, dass die Finger um den Controller verkrampfen? Dann habe ich das perfekte Spiel für euch. Grow Song of the Evertree ist nämlich das gemütlichste Aufbauspiel des Jahres. Aber gemütlich heißt hier zum Glück nicht langweilig. Was Grow jetzt genau ist, was es trotz Entspannung spannend macht und wie es auf den Thron der Gemütlichkeit gelangt ist, erfahrt ihr jetzt. Zunächst zur Story. In Grow spiele ich die letzte Alchemistin oder den letzten Alchemisten und kümmere mich um den vor sich hin sterbenden Immerbaum. Der ist eigentlich Zentrum nicht nur einer, sondern gleich mehrerer Welten, die wie kleine Pflaumen auf dem Baum sprießen. Sehr zur Freude der Völker, die am Boden zwischen seinen Wurzeln leben. Der Baum ist nämlich riesig. Mit der Kraft der Musik nähren die Bewohner den Baum, der wiederum versorgt sie mit immer neuen Rohstoffen und alle leben gemütlich vor sich hin. Beziehungsweise lebten. Denn der Baum wurde von einer mysteriösen Dürre übermannt und verdorrte. Die Rohstoffe blieben aus, das Leben wurde schwer und die Bewohner verließen den Baum, um woanders ein neues Leben zu beginnen. Alle, bis auf meine Spielfigur. Mit einem sprechenden Kessel, einer eleganten Buchdame und einem hellblauen Flugdingsi versuche ich nun, neue Weltensamen zu erschaffen, um den Baum von seiner Krankheit zu heilen und das Dorf zu seinen Wurzeln wieder zum Leben zu erwecken. Und damit habe ich auch eigentlich schon den Spielablauf im Kurzen zusammengefasst. Ziel von Grow Song of the Evertree ist es, herauszufinden, was der Baum nun wirklich für ein Leiden hat und das Dorf von den Wurzeln wieder aufzubauen. Aber dafür brauche ich Rohstoffe. Und die finde ich in anderen Welten. Dieses Video wird euch präsentiert vom ultraschlanken ROG Gaming Notebook Zephyrus M16. Die superschmalen Bildschirmränder sorgen dafür, dass das beeindruckend schnelle 165 Hz WQHD Display fast genauso groß ist wie das Notebook selbst. Wie stark es sein soll, könnt ihr selbst wählen, zum Beispiel einen Intel Core i9 Prozessor und eine GeForce RTX 3070. Dank bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit geht euch die Gaming-Power auch nicht so schnell aus und Dolby Atmos sorgt für imposanten Sound. Mehr Infos zum ROG Zephyrus M16 findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Das Spiel beginnt zunächst aber nur mit einem einzigen Weltensamen, den ich auf dem Baum einpflanze. Aber weil der Baum an sich ja krank ist, wird auch die aufsprießende Welt eher hässlich. Überall liegen Steine rum, Unkraut nimmt anderen Pflanzen den Platz weg und dann sind da auch noch diese ekligen Trötwürmer. Dass hier nichts Gutes wächst, ist klar. Also geht's ans Aufräumen. Das Unkraut wird gezupft, der Schutz zerschlagen, die Würmer zerquetscht und die so frei gewordene Erde bepflanze und gieße ich. Nach und nach gedeiht eine kunterbunte Umgebung. Mit Pflanzen, Bäumen, Insekten, Fischen und großen und kleinen Tieren, die fröhlich vor sich hinleben. Besonders schön? Anders als beispielsweise bei Animal Crossing, wo die Veränderungen der Flora quasi über Nacht passieren, kann ich hier zuschauen, wie Bäume in die Höhe wachsen, Gras sprießt, verschmutzte Tierchen wieder sauber werden und der ehemals unwirtliche Ort zu einem Gartenparadies wird. Mit meiner Pflege erscheinen neue Bereiche in der Welt, die ebenfalls gepflegt werden müssen. Da meine Werkzeuge nicht mit der Zeit kaputt gehen oder Geräte wie die Gießkanne nicht nachgefüllt werden müssen, ist das Beackern der Welt eine fast schon meditative Sache. Rupfen, schlagen, säen, gießen. Rupfen, schlagen, säen, gießen. Und belohnt ist es auch. Nach jedem Durchgang verändert sich der Bereich dank neuer Blumen oder vergrößertem Gelände, sodass ich wirklich das Gefühl habe, was geschafft zu haben. Wenn es in Grow aber nur ums Gärtnern ginge, würde ich es nicht Aufbauspiel nennen, sondern Farming Sim. Oder Gardening Sim. Aber da ist ja auch noch der Aufbauteil, der ungefähr die Hälfte des Gameplays ausmacht. Denn als ich anfange, mit den Materialien vom Baum die Welt unter dem Baum zu restaurieren, kehren auch die ehemaligen Bewohner zurück. Ja. Jetzt, wo alles wieder schön wird, kommen sie wieder angekrochen. Nachdem sie mich schändlich im Stich gelassen haben. Wer hat sich denn hier den Rücken für euch krumm gemacht? Aber ich will ja mal nicht so sein, denn ein bisschen brauche ich die neuen alten Bewohner ja auch. Wenn ich mit Gasthäusern, Bäckereien, Blumenläden oder anderem Gewinn scheffeln will, brauche ich natürlich auch Leute, die willens sind, in den Shops zu arbeiten.
Ich kann nicht alles alleine machen. Jeder der Besucher hat seine Schwächen und Stärken, die ich für mich einsetzen kann. Zwar haben alle ihre Traumjobs, aber wenn ich gerade niemanden habe, der gerne im Gemischtwarenladen arbeitet, kann ich so lange jemanden nehmen, der einen hohen Produktionswert hat und so das meiste aus dem Laden herausholen. Finde ich jemand Besseren, kann ich die beiden später nach Belieben tauschen. Habe ich den perfekten Kandidaten gefunden, unterhalte ich mich ein bisschen mit ihm, bis er mich und mein Dorf so gern hat, dass er einziehen will. Im Optimalfall habe ich bereits ein kleines Häuschen für ihn oder ich baue eins. Eine Baustelle mit dem Versprechen auf ein Dach überm Kopf am nächsten Morgen reicht den Leuten aus. Habe ich das, kann ich ihnen ein Gebäude zuweisen und ab geht's an die Arbeit. Sobald ein paar Leute zugewiesen sind, generieren die Gebäude jeden Tag ein bisschen Gewinn, mit dem ich dann neue Gebäude in Auftrag geben kann. Denn ja, obwohl ich dieses Dorf gegründet habe, brauche ich Kohle für den Bau. Beziehungsweise meine Bauarbeiter. Schließlich bin ich Alchemistin und keine Architektin. Sämtliche Bauarbeiten übernehmen die sogenannten Immerlinge für mich, die im Immerbaum leben und, gegen eine kleine Gebühr versteht sich, für Ordnung sorgen. Neue Gebäude sorgen für ein höheres Zufriedenheitslevel im Bezirk, wodurch ich neue Bezirke freischalte, in die noch mehr Leute einziehen und ich noch mehr Geld machen kann. Und so weiter und so fort. Neue Gebäude sorgen je nach Typ aber auch für besondere Besucher und Ereignisse. Zum Beispiel den Forscher Pallax, der in meine Bibliothek zieht und dort über die Geschichte des Immerbaumes forscht. Was mich wiederum in der Story voranbringt. Aber da verrate ich euch nichts. Spoilergefahr. Außerdem bekomme ich immer wieder Besuch von Bisha, der an besonderen Festtagen Belohnungen für gepflanzte Samen, gefangene Fische oder ähnliches austeilt. Ein bisschen also wie eine Mischung aus Terraria und Animal Crossing. Soll heißen, bestimmte Gebäude oder Meilensteine lösen Ereignisse aus, die wiederum die Story vorantreiben. Aber vielleicht haben sich einige von euch jetzt schon ein Weilchen gefragt, was eine Alchemistin eigentlich als Gärtnerin und Stadtplanerin macht. Wo bleibt die Alchemie? Kurz gesagt, im Baum. Der kann ja Welten wachsen lassen. Und die will ich ja auch wieder wachsen lassen. Für mehr Rohstoffe, ihr erinnert euch. Dafür braucht es aber Weltensamen. Und die wiederum werden aus Essenzen hergestellt, die ich als Alchemistin aus den Dingen extrahiere, die ich ernte, rupfe, fange oder anders abbaue. Jede Welt setzt sich aus Eigenschaften zusammen. Friedlich, trocken, eisig, niedlich, glitzernd, stinkend und so weiter. Extrahiere ich also Essenzen aus Dingen, kommt am anderen Ende quasi ein Haufen Adjektive heraus. Die füge ich dann mit meinem Kessel zu neuen Samen zusammen. Mindestens 3 und maximal 5 unterschiedliche Essenzentypen machen einen Samen aus. Je mehr ich von einer Essenz eingebe, desto stärker ist die in der Welt ausgeprägt. Der Clou dabei ist, die Zusammensetzung bestimmt die Flora und Fauna der neuen Welt. Bei einer Blume unterscheiden sich Stängel, Blätter und Blüten, bei einem Baum Stamm, Blatt und Früchte und auch Tiere, Untergrund und Aufbau der Welt variieren aufgrund meiner Wahl. So, jetzt denkt ihr euch bestimmt, dass AK eine niedliche Welt gebaut hat, weil sie niedliche Sachen mag. Ja, aber sicher habe ich das. Meine erste Welt war niedlich, funkelnd, friedlich, tröstend und reichlich. Und sie ist auch wirklich hübsch geworden. Die Musik ist freundlich, die Früchte gechillt, die Pflanzen hübsch, sogar die Insekten sind irgendwie niedlich. Aber weil ich wissen wollte, wie sich die Welten unterscheiden, habe ich eine zweite Welt geschaffen. Und die hat alles, was eigentlich nicht zum Thema schöner Wohnen gehört. Stachelig, stinkend, bitter und warm. Hört sich schon als Aufzählung irgendwie eklig an. Und tatsächlich, seitdem ich den Samen eingepflanzt habe, überzieht die Welt ein grüner Hauch, die Musik ist düsterer, die Pflanzen sind knubbelig und stachelig und die Insekten sind auch irgendwie fies. Also jetzt nicht brech ins Essen eklig. Der Artstyle des Spiels ist niedlich und somit sind auch die Pflanzen und Tiere der Stinkwelt nicht abartig. Schaut euch allein nur dieses kleine Salamanderwesen an. Aber sie unterscheidet sich doch drastisch von meinen anderen beiden Welten. Aber nicht nur optisch, auch spielerisch sind die unterschiedlichen Welten wichtig. Denn nur in stinkenden, stacheligen Welten bekomme ich auch stinkige und stachelige Essenzen, die ich wiederum für bestimmte Gebäude im Dorf brauche. Klar, manche Gebäude lassen sich auch mit schönen Essenzen bauen. Aber wenn ich wirklich alles freischalten will, brauche ich auch alle Essenzen. Und das gefällt mir richtig gut. Denn so bleibe ich motiviert, immer wieder neue Kombinationen auszuprobieren. Jeden Tag zurück zu meinen Welten zu kommen, sie zu pflegen und zu beobachten, was aus der fertigen Pflanze wird. Wie sich die Welt entwickelt. Welche Tiere dazukommen. Und hinterher richtig stolz auf das sein, was ich geschaffen habe. Ja, auch auf die Stinkewelt.
Das ist meiner Meinung nach auch eine der großen Stärken von Grow. Denn ein gemütliches Spiel ohne Zeitdruck zu machen, ist nicht schwer. Ein gemütliches Spiel ohne Zeitdruck zu machen, das die Leute bei der Stange hält, umso mehr. Ich klebe am Bildschirm, nicht weil ich irgendeinen Boss einfach nicht klein kriege, sondern weil ich wirklich herausfinden will, wie meine Welt sich verändert, welche neuen Gebäude ich noch freischalten kann, wie ich sie mit unterschiedlichen Tapeten oder Dekorationen individualisieren kann. Denn ja, ein riesiges fröhliches Croissant vor meiner Bäckerei macht meine Bewohner glücklicher. Und mich erst. Genau wie der Fakt, dass ich meinen Bewohnern die seltsamsten Items schenken kann und sie sich trotzdem freuen. Wer außerhalb der 80er freut sich über eine pinke Sternbrille? Rupert. Rupert freut sich. Ebenfalls spannend ist, welche Besucher mit neuen Meilensteinen kommen. Und welche Geheimnisse der Immerbaum noch in sich trägt. Zum Beispiel die Höhlen, die in den Welten, aber auch rund um den Immerbaum verteilt sind. Dort suchen wir nach Runen, die uns in der Story weiterbringen. Aber ihre ehemaligen Besitzer haben sie mit Schalter- und Puzzlerätseln geschützt. Deswegen gilt es, erstmal den Weg zur Runenhöhle und dann zur Rune selbst zu erknobeln. Eine coole Abwechslung zum Planen und Gärtnern. Und dabei kann ich trotzdem ganz entspannt selbst entscheiden, was ich wann machen will. Denn auch wenn Grow wie eine Mischung aus Stardew Valley, Animal Crossing und der Atelier-Reihe klingt, es ist sogar noch entspannter als alle drei. Meine Pflanzen vertrocknen nicht, wenn ich es mal einen Tag lang nicht schaffe vorbeizuschauen, wie in Stardew Valley. Ich habe auch keine Deadlines, zu der ich meine Ernten, Gebäude oder Alchemieprojekte fertig machen muss, wie in der Atelier-Serie. Und das Allerwichtigste, schaffe ich es mal einen Tag nicht zu spielen, begrüßt mich kein Chor passiv-aggressiver Bewohner, die mir jeder einzeln ein richtig schlechtes Gewissen machen, weil ich zwischendurch mal was anderes spielen wollte. Ich habe bis heute die Erweiterung von Animal Crossing New Horizons nicht gespielt, weil ich Angst vor meinen Bewohnern habe. Die sind so gemein. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich die drei anderen Spiele nicht mag. Tatsächlich habe ich sehr, sehr viel Lebenszeit in New Horizons, Stardew Valley und der Atelier-Reihe versenkt. Und falls ihr die Art von Spiel mögt und einen der Titel noch nicht kennt, solltet ihr sie unbedingt mal ausprobieren. Aber entspannt, neugierig und ohne Zeitdruck vor mich hin erkunden, bauen und planen ist auch richtig cool. Und gerade genau das, was ich nach einem langen Arbeitstag brauche. Und euch empfehlen würde, falls ihr euch auch nach meditativem Unkrautzupfen sehnt. Die Kampagne von Grow nimmt ungefähr 20 bis 25 Stunden in Anspruch. Je nachdem, wie viele Welten ihr sät oder wie ihr die Stadt ausbaut, kann das aber noch bedeutend mehr werden. Oder eben nicht. Macht in eurem eigenen Tempo. Grow unterstützt euch dabei. Egal, ob ihr Lebenssimulationen im Allgemeinen oder entspannte Spiele im Besonderen mögt, wenn ihr eine stressige Woche hattet, macht euch einen Kaffee oder Kakao, legt die Beine hoch, spielt Grow Song of the Evertree und lasst die Seele baumeln. Ihr habt es euch verdient.